Herzlich willkommen zum Salon Faire Elektronik. Das ist unsere erste Folge, ein neuer Podcast, und wir wollen gerne so viermal im Jahr zum Thema Faire Elektronik die neuesten Nachrichten euch unterbreiten und vielleicht auch ein bisschen öfter, wenn wir es hinbekommen, einzelne Aspekte herausstellen des Themenkomplexes. Und in der ersten Folge habe ich hier die Experten überhaupt zu dem Thema zu Gast. Und die stelle ich mal kurz vor. Direkt neben mir sitzt Astrid. Astrid ist im Sustainable Design Center aktiv und im Verlötet e.V. und dann auch noch im FabLab Hamburg. Dann haben wir Susanne, das ist die Macherin von der Fernmaus, Naga IT. Ich halte sie mal kurz hier hoch. Und Sebastian Jekutsch, der ist auch aktiv im Verlötet e.V. und beim FIF, Forum Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Super. Ja. Und dann auch noch bei Amnesty International, glaube ich. Ein bisschen noch. Ja. Genau, und mit dir würde ich direkt mal anfangen, Sebastian. Ich würde mich freuen, wenn du mal kurz erzählen könntest, warum wir überhaupt hier sitzen. So, was ist das Problem mit fairer Elektronik? Warum muss man sich damit beschäftigen? Vielleicht auch, was ist in dem Kontext überhaupt fair? Gerne. Danke für die Einleitung. Wir sitzen hier wegen der Elektronik, die eben nicht fair hergestellt wird. Das Problem an der fairen Elektronik, wie du es eingeleitet hast, ist, dass sie praktisch gar nicht existiert. Ich denke, da kommen wir heute noch drauf, was existiert. Also Elektronik ist, das ahnt wahrscheinlich jeder, genauso wie Kleidung, genauso wie, sagen wir, den typischen konventionellen Kaffee, eben nicht fair hergestellt, sondern ja irgendwie, weil die Globalisierung es erlaubt, schlechteste Arbeitsbedingungen trotzdem bei uns auf den Ladentisch zu bringen. Das ist bei Elektronik nicht anders als bei Kleidung. Bei Kleidung kennen wir das vielleicht ein bisschen von den Berichten in den Medien. Ja, wir hatten vor 1-2 Jahren, ich weiß gar nicht genau, ziemlich viele Berichte dazu, weil eine große Fabrik in Pakistan eingestürzt ist. Dann kam ein bisschen Bewegung rein in die Geschichte mit Kleidung, mit unfairer Kleidung. Während Elektronik vor 5 Jahren vielleicht noch ein bisschen in den Medien war, aber nicht sehr viel und inzwischen gar nicht mehr so bekannt ist, dass faire Elektronik auch nicht existiert. Dass dort die Arbeitsbedingungen genauso schlecht sind bei der Fertigung zum Beispiel, dass die Arbeiter, 12 Stunden am Tag arbeiten und dort gibt es kein Wochenende, nur ein paar Tage frei im Jahr, dass sie unter unsäglichen Bedingungen untergekommen sind, dass sie keinen Arbeitsvertrag haben, dass sie wenig verdienen, etc. Und das ist dann nur die Fertigung, also nur die Herstellung der Geräte. Dann gibt es beim Rohstoffabbau reichlich Sachen. So wie man Fairtrade-Kaffee hat, gibt es praktisch kaum Fairtrade-Metalle, die wir in unseren Elektronik drin haben. Also gibt es einiges zu diskutieren und zu arbeiten in dem Bereich, denke ich. Kinderarbeit spielt sich ja auch eine Rolle, ne? Kinderarbeit ist ein sehr schwieriges Thema, deswegen nenne ich das ungerne. Aber ja, Kinderarbeit ist auch ein Thema, sowohl bei der Rohstoffgewinnung als auch bei der Fertigung der Geräte, ja selbst bei der Verschrottung der Geräte. Also man glaubt es kaum, auch das Entsorgen von Elektronik ist nicht fair. Ja, so ist es leider. Ja, ich hatte eben einleitend noch was vergessen, und zwar hat Oliver hier vorne ein Mikro in der Hand, und wenn wir schon mal ein Publikum da haben, dann wollen wir gerne auch, wenn ihr Fragen habt, dass ihr uns direkt unterbrechen könnt und einfach losfragt. Also Oliver guckt, glaube ich, einfach immer mal so ein bisschen ins Publikum, und wenn jemand die Hand hebt und was sagen möchte, dann geht Oliver dahin und reicht das Mikro rüber. Genau, dann, also Susanne, dich hat das Thema ja auch irgendwie gefasst, so. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen, wie du auf das Thema gestoßen bist und was dein Ansatz war, dich mit dem Thema dann zu beschäftigen, was du genau gemacht hast. Ja, also ich beschäftige mich schon seit 2007 ungefähr mit dem Thema, also Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie, und habe 2009 eben das Projekt angefangen mit dieser fairen Maus, die der Matthias gerade schon vorgestellt hatte. Die Idee war eigentlich, dass es im fairen Handel generell eigentlich immer so war, dass Arbeitsbedingungen ganz schlecht waren und die Firmen kritisiert wurden, aber nie was geändert haben. Und dann gab es irgendwelche kleinen Projekte mit Kaffee oder eben Textilien, die das besser gemacht haben, und dann hat sich das Ganze verbessert. Und das war die Grundidee, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache mal ein kleines, faires Produkt. Ich wollte das in 2 Jahren komplett alles fair haben, hat nicht ganz geklappt. Aber
genau, und dann war die Idee, dass dann andere Leute andere faire Produkte machen. So ein faires Arduino haben wir vorher zum Beispiel mal besprochen oder einen fairen Kopfhörer oder irgendwie sowas. Und dass es dann immer größer wird und dann 2017 natürlich längst eine Fair-IT-Branche, was jetzt noch nicht ganz so umgesetzt ist. Ich bin dann einfach so vorgegangen, ich habe dann eben eine Maus genommen, habe die auseinandergenommen, habe geschaut, was ist drin. Der Olli hat auch hier diese Lieferketten, die kann ja auch mal ein bisschen rumgehen. Dann seht ihr, was in der Maus alles drin ist. Das gibt es auch bei uns auf der Homepage. Da ist auch dargestellt, was schon fair ist und was noch nicht fair ist. Ja, ich finde, man sieht das hier so schön. Ne? Die ist, also das sind die ganzen Komponenten und grün eingefärbt, nehme ich mal an, sind die Sachen, die du geklärt hast und rot eingefärbt und rosa, wo es überhaupt nicht klärbar ist und oder sicher unfair ist, oder? Genau, also diese orangen Kästchen, da wissen wir, dass es unfair ist und bei den rosanen wissen wir es nicht und nehmen es aber an, sozusagen. Das sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen ernüchternd aus, wenn man das so sagen kann, weil halt sehr viel rot ist. Man muss aber bedenken, normalerweise, ich zeige das hier einfach mal so, normalerweise wäre hier die Maus und darunter ein roter Kasten. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Und es war eben der erste Schritt, die Lieferkette erstmal aufzudröseln, transparent zu machen, dass man erstmal weiß, was ist drin und wo müssen wir alles was machen. Genau. Und es geht halt jetzt darum, so Schritt für Schritt. Entschuldigung, wie hast du das denn gemacht? Bist du zu den einzelnen Firmen hingefahren? Oder? Also genau. Das sieht man hier auch. Hier sind immer so kleine Fähnchen bei den Firmen. Und dann sieht man, wo die Sachen hergestellt werden. Und das war der erste Ansatz. Weil wir halt nicht zum chinesischen Hersteller gehen können, der irgendwie 100 Millionen Stück von Kondensatoren beispielsweise jedes Jahr herstellt. Und wir sagen, wir kaufen 1000 und dafür musst du jetzt aber alles fair machen. Das macht er natürlich nicht. Deswegen haben wir uns damit, oder ich am Anfang, mir damit beholfen, regional einzukaufen. Das heißt, in Deutschland, Japan ist jetzt nicht regional, in Industrieländern einzukaufen, wo ich weiß, dass gute Arbeitsbedingungen sind. So, also... Ja, das ist ein bisschen komplexer dann, wie das dann den Arbeiterinnen in China dann auch hilft. Auf jeden Fall ist es eben die Idee, erstmal irgendwas Faires anzubieten, wo man weiß, da ist keine Ausbeutung drin. Und es ist, genau, die Maus gibt es seit 2012 und ist jetzt 2017 fast. Man sieht, es ist immer noch sehr viel rot, aber es ist halt auch schon sehr viel grün geworden. Aber das Ziel ist natürlich, dass am Ende wirklich alle Lieferanten gute Arbeitsbedingungen haben. So. Vielleicht, ich möchte noch ergänzen, an der Lieferkette sieht man ganz gut, dass es grob von oben grün zu unten immer roter wird. Rot ist, wie gesagt, unbekannt oder eben schlechte Arbeitsbedingungen. Unten sind grob die Rohstoffe, aus denen Elektronik oder diese Maus in diesem Fall besteht. Und das ist die sogenannte Lieferkette. Diesen Begriff werden wir bestimmt öfter benutzen, dass natürlich der Zusammenbau der Maus relativ gut kontrollierbar ist, weil das der direkte Lieferant ist, dass es nach unten her immer schwieriger ist, rauszufinden und insbesondere, dass es anzunehmen ist, dass die Rohstoffbeschaffung wahrscheinlich nicht fair ist. Das ist so das Typische bei Elektronik, vor allem der sozusagen das Gefälle der Unfairness. Genau, möchte ich direkt noch was zu ergänzen. Wie du gerade gesagt hast, die Rohstoffe sind eigentlich... Also es ist nicht ganz aktuell, die Lieferkette, aber sie sind alle rot eingezeichnet, mehr oder weniger. Das liegt aber nicht daran, möchte ich hier noch betonen, dass es das nicht irgendwie Rohstoffe aus ethisch gut vertretbaren Quellen gäbe, sage ich jetzt mal. Sondern es liegt daran, was du auch gerade gesagt hast, das ist ja dann Sub-Lieferant. Also ich muss meinen direkten Lieferanten überzeugen, dass der seinen Lieferanten überzeugt, dass der seinen Lieferanten überzeugt, dass der seinen Lieferanten überzeugt und immer so weiter. Und wenn einer sagt, nee, mache ich nicht, ihr kauft bei uns jedes Jahr im Wert von 50 Euro ein, das ist mir echt den Aufwand nicht wert, dann ist halt die Kette da unterbrochen. So. Also der ursprüngliche Plan war, diese ganzen Metalle aus Recycling zu verwenden und ist aber dann direkt daran gescheitert. Also ich habe da angefangen und habe beim Kupferrecycler angerufen und habe gesagt, ich möchte halt gerne Maus bauen, bla bla bla. Und ich hätte gerne ein USB-Kabel für meine Maus aus ihrem recycelten Kupfer. Und dann haben die mich einfach ausgelacht und haben gesagt, ja, keine Ahnung, was mit unserem Kupfer passiert, das wissen wir ja nicht.
Also es ist halt nicht so einfach, diese Metalle, die vielleicht unter super Bedingungen recycelt werden oder so oder auch unter guten Bedingungen abgebaut werden, die dann wirklich in das Gerät reinzukriegen. Also das ist immer das, warum diese Metalle alle rot sind und auch bei anderen Firmen einfach das nicht umsetzbar ist, dass es einfach nur aus guten Metallen besteht. Oder und so. Umgekehrt ist es doch auch so, wenn man jetzt einen Kabelhersteller hat, wo man meint, es ist bei dem ganz okay und rausfindet, aus welcher Schmelze der sein Kupfer bekommt, dass die Schmelze nicht sagt, wo sie jetzt ihr Primärkupfer her hat, oder? Genau, das ist auch noch ein Problem, dass in der Schmelze, das sind ja die Betriebe, die halt das Kupfererz, glaube ich, das weißt du besser, einsammeln und dann halt zum verarbeitbaren Kupfer umwandeln. Und die sammeln aus ganz vielen verschiedenen Quellen ein und sagen es vielleicht nicht, wo sie es herhaben oder wissen es zum Teil auch gar nicht. Da gibt es ja auch so Börsen wieder und so. Das wird halt, also wir haben das hier markiert mit so einem Balken, dass beim Rohstoffbereich einfach so eine graue Mauer auch ein bisschen dazwischen ist, dass man dann oft gar nicht weiß, wo es wirklich herkommt. Also die Schmelze kann man noch feststellen, aber die Mine ist dann schwierig rauszufinden. Ja, wie man das durchbrechen kann, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber jetzt, also Astrid ist die ganze Zeit so ruhig, die müssen wir auch nochmal einbinden. ja, also vielleicht magst du mal erzählen, das hängt ja direkt mit der Maus zusammen, was verlötet mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Dann nehme ich direkt nochmal die Lieferkette und die wir jetzt vor sich haben, sehen, in der zweiten Zeile quasi, dass neben Retex, der die Maus zusammenbaut, die Firma, grün Soldering Wire steht. Und dann, das ist sozusagen die Ebene, wo wir unser angesetzt haben. Und zwar hatte Susanne uns irgendwann mal getroffen. Ja. Also das, die Lieferkette, das ist eine alte Abbildung. Ich sehe das gerade, genau. Das ist nicht aktuell. Aber es ist auch schon... Ja, das wäre diese Zeile. Ne? Ja. Genau. Eigentlich haben wir uns mal auf einer Maker-Messe getroffen und wir waren vorher schon aktiv in dem Bereich, haben wir Veranstaltungen gemacht zu faire Elektronik und wir wollten aber eigentlich den Schritt vom rein informieren, hin zu aktiv was verbessern machen. Und da kam dann das zustande, dass Susanne eben meinte, ja, eigentlich müsste dieses Lötzinn, was dafür da ist, um die Komponenten in Elektronikgeräten zu verbinden. Es ist in Form von Draht, aber auch in einer Paste wird das verwendet. Aber eigentlich ist Zinn ein Metall, das sich gut recyceln lässt. Und da haben wir uns dieses eben genommen, um daraus ein Produkt zu finden oder zu organisieren, was eben aus Recyclingmaterial im ersten Schritt besteht. Und haben uns das zu unserer Aufgabe gemacht. Wir waren so 5 Leute. Und Ziel ist jetzt, oder dabei rausgekommen ist jetzt eben dieses HS10 Fair Lötdraht in Kooperation mit dem Lötdrahthersteller Stanul. Und das ist für uns auf jeden Fall ein großer Erfolg, weil wir auch gemerkt haben, dass es in der Industrie tatsächlich auch ein Bedürfnis ist, da in diese Richtung weiter zu arbeiten, was wir jetzt nicht unbedingt vorausgesetzt haben. Und ja, sind sehr erfreut und gehen diesen Weg jetzt weiter und wollen auch neben diesem Recycling-Zinn jetzt versuchen, eine primäre Quelle zu finden für primäres, faires Zinn. Also eine faire Mine quasi. Genau, eine faire Mine, was sich natürlich sehr kompliziert gestaltet, weil das einfach ja nochmal ganz andere Anforderungen sind und man braucht immer Sicherheiten, also mit einer Quelle ist es dann eigentlich gar nicht getan. Man bräuchte eigentlich eine zweite, um wirklich Versorgungssicherheit für die Industrie auch herzustellen. Aber das ist jetzt genau. Aber wenn ich nochmal einhaken darf, das Ziel war also erstmal auch eine Komponente dann von der Maus fair zu machen. Und genau. Was ist jetzt gerade da an Recycling fairer als an dem aus der Mine? Oder was? Also. Was bringt das jetzt, Recycling zu nehmen und also den Leuten in der Mine? Naja, wir haben erstmal den Anspruch gehabt, wir wollen ein ausbeutungsfreies Produkt, was an sich niemandem schadet. Und wie gesagt, diese Roadmap ist quasi jetzt auch eine primäre Quelle dann zu finden. Und als direkte Hilfe geht ein Teil der Marge der Einnahmen eben auch an eine NGO in Indonesien, wo eben die größten Probleme sind, was Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung als Folge von Zinnabbau passiert.
die eben das verhindern soll mit dieser NGO, die daran arbeitet, die Menschenrechte vor Ort zu verbessern. Und es ist natürlich generell immer gut, Dinge generell zu recyceln, also auch Metalle, weil auch eine Mine, die fair betrieben wird, also jetzt fair mit den Arbeitsbedingungen, dass da eben keine ausbeuterische Kinderarbeit stattfindet oder dass Leute nicht sterben oder invalide werden. Auch die Minen haben oft ein Problem mit dem Grundwasser, also die Umgebung von der Mine, die wird halt oft ein bisschen zerstört, dass die Leute da nicht mehr so gut leben können. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn man es schon mal abgebaut hat, das dann möglichst zu recyceln, damit man halt das wieder... Ja, so gefühlt müsste es ja auch irgendwann zu Ende sein mit den Minen. Ja. Besser aber früher als später recyceln. Zinn gibt es noch einiges. Also ja. So ist die Vorhersage. Aber ich finde es ganz gut, dass wir jetzt den Öko-Aspekt auch immer reingebracht haben. Gibt es eine Meldung? Oder? Ja, super. Entschuldigung. So? Ihr habt mich jetzt gerade an ein Problem erinnert bezüglich Recycling. Und zwar bin ich in einem Haufen tätig, der nennt sich Computerwerk. Was wir machen ist, wir wollen Computer länger quasi nutzbar machen, indem wir alte sammeln und die versuchen irgendwie nutzbar zu machen im Sinne von, wir spielen Linux drauf, wir bauen aus 2 ein. Und dabei fällt eine ganze Menge Kram an, wie Pentium 2 Prozessoren und solche Geschichten, wo man wirklich sagen muss, die kann man heutzutage niemandem mehr geben, der wird damit nicht viel anfangen können. Habt ihr eine Idee, was wir mit dem Kram machen könnten, wo wir den hinschicken könnten, dass der irgendwie so zum Beispiel solchen fairen Projekten zugute kommt oder sowas? Sebastian? Ich habe keine Idee, ich müsste jetzt improvisieren. Also ich kenne jetzt in Deutschland nicht, in Europa nicht ein Projekt, das das gut wiederverwenden würde. Witzigerweise gibt es weltweit durchaus einen Markt für solche Bauteile, für einzelne Bauteile. Ist allerdings bei uns nicht so angesagt. Deswegen kenne ich jetzt so spontan kein Projekt, an dem man das schicken kann. Ist an sich eine super Geschichte. Ja? Also deswegen muss ich passen. Weißt du, was Susanne... Ich würde es entsorgen. Ja. Und wenn du es fachgerecht entsorgst, werden wenigstens die Metalle halt wieder ordentlich verwendet. Ja, also ich habe mal gehört, in China gibt es tatsächlich so einen Zweitmarkt dafür, ne, wo alte CPUs noch irgendeinem Verwendungszweck, also die werden dann so, ja, ich weiß gar nicht, ob man das refurbished nennen kann, aber man findet dann so in chinesischen Neuprodukten, findet man alte Pentium 2 CPUs, so, wo sie halt ausreichen. Das ist sicherlich hier nicht beabsichtigt in Neuprodukten. Nee, aber. Was man ja nicht erwartet. Ne? Also weltweit gibt es sowas schon. Ne? Es gibt eine Menge Recyclingbetriebe, die einzelnen Bauteile ausbauen und dann weiterverkaufen. Aber in Europa ist das nicht üblich. Bei uns, sage ich mal, wird klassischerweise recycelt. Das heißt, wirklich alles geschreddert und dann in ordentlichen Betrieben dann die einzelnen Metalle rausgeholt. Das ist vielleicht wirklich der beste Tipp hier. Ja, aber ansonsten finde ich das total cool, dass ihr alte Rechner weiterverwendet. So, das ist zwar jetzt im Sinne von Fairness im Sinne von Arbeitsbedingungen hilft das natürlich den Arbeitern nicht, aber wenn man an die Umweltschäden denkt dann und überhaupt an den Planeten, dann kann es nur sinnvoll sein, Dinge so lange zu verwenden, bis sie nicht mehr funktionieren und sie dann zu reparieren und weiter zu benutzen. Das ist ja dann auch ein Thema bei euch da im Sustainable Design Center. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Also das so zu gestalten, dass man das auch ermöglicht, zum Beispiel, genau, dass man die Teile wieder gut trennen kann und dann auch ausbauen, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und das ist jetzt ein Problem wahrscheinlich, oder? Genau. Na gut, dann. Ich wollte noch was sagen zu dem, weil du gerade gesagt hast, dieses länger nutzen und wiederherrichten und so nützt jetzt den Arbeitern nichts. Ich glaube, das ist nur indirekt, also indirekt, glaube ich, nutzt das schon auch den Arbeitern und Arbeiterinnen, weil wenn man länger nutzt und dann zahlt man und weniger kauft insgesamt, dann muss man nicht diese Masse so ganz billig herstellen. Also die Hersteller müssen das nicht. Das könnte dann auch teurer sein. Man wird es trotzdem sich leisten können. Und deswegen, glaube ich, bringt es schon allen was, wenn man länger nutzt und repariert und regional produziert. Also wenn man ethische Produkte halt auf dem Markt hat, glaube ich, bringt es auch den Fabrikarbeitern im Moment was. Ja klar, indirekt auf jeden Fall. Ich dachte nur gerade an, ich glaube, der heißt Edward Slayton von China Labor Watch, den wir auch mal interviewt haben. Der brachte das so als Argument, als wir meinten, dass Dinge ja auch länger genutzt werden müssen. Da meinte der zu uns, ja gut,
Finde ich auch, aber das interessiert die Arbeiter in China herzlich wenig. So. Also dieser scheinbar Widerspruch ökosozial. Also ich persönlich finde es immer wichtig zu sagen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Projekt verlötet, um nachhaltiges oder zumindest faires Zinn kümmern, ein Abbau von Primärzinn heißt also Abbau von Zinn aus dem Berg, kann gar nicht nachhaltig sein. Ja, das ist dann weg, der Berg ist weg, die Bäume drauf sind weg, die Gegend drumherum muss sehr aufwendig, was natürlich nie geschieht, wieder aufgeforstet werden, wenn es dann vorbei ist. Also nachhaltig kann das gar nicht wirklich sein. Es gibt keinen nachhaltigen Abbau. Nun werden fast alle Geräte, Neugeräte eben aus solchen sogenannten frischen Zinn oder was auch immer, frischen Rohstoffen und eben nicht aus Recycling, ein bisschen Recycling ist drin, klar. Zinn aus erster Schmelze. Das ist ein schöner Begriff, genau. Gebaut und jedes Neugerät sorgt für nicht halt nachhaltigen Abbau. So ist es einfach. Also Neugeräte können sozusagen nach derzeitigem Stand sind sie nicht nachhaltig. Man soll es versuchen zu machen, aber das ist halt so. Fakt ist, dass dennoch unfaire halt Arbeitsbedingungen beim Abbau gibt und dass wir das nicht sofort ändern. Deswegen muss man natürlich auch da gucken. Und die Lösung ist nicht Recycling. So viel haben wir gar nicht. Ja. Das meiste Zinn, was aktuell verwendet wird im Elektronikbereich, kommt aus Indonesien, richtig? Aus Indonesien, genau. China und Peru, das sind die drei großen Abbauländer und alle drei sind problematisch. Genau, weil du Bergwerke meintest, aber in Indonesien ist das schon so, dass das ja eher so nah an der Oberfläche liegt und Tagebau ist, ne? Ja, genau. Also man könnte jetzt ins Detail gehen. Dort wird es zum Beispiel von der vom Wasserboden abgeschöpft. Dort wird in dem Sand gesucht. Es kann in der Tat aus dem Hügel gewonnen werden. Das machen dann illegal Menschen, die davon leben, ja, aber halt sehr schlecht leben. Und Apple-Geräte bestehen daraus. Genauso wie HP, genauso wie Samsung, genauso wie wer weiß was. Ja? Also, genau. Es gibt wieder eine Meldung. Ja, also ich wollte jetzt fragen, ihr habt den fairen Zinn zur Verwendung und wollte fragen, was ihr tut, um den jetzt vielleicht auch in große Unternehmen reinzubringen oder in welchem Ausmaß man sich das vorstellen muss, dass der schon Verwendung findet. Tatsächlich haben wir selber jetzt auch ein paar Kunden akquiriert, einfach durch Messeauftritte und so weiter. Wobei wir das Produkt ja eher so als Botschaft nehmen, um eben Bildungsarbeit zu machen. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Aber im Grunde macht das der Industriepartner, der das produziert, also Stanol, der stellt das halt seinen Kunden vor, seinen großen Kunden und hat auch bisher positives Feedback erhalten. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch machen wollten auf der Seite. Wir wollten einen Stein ins Rollen bringen. Und das ist definitiv, können wir so sagen, bei Stanol passiert. Also, dass sie jetzt auch den Weg weitergehen wollen und ausbauen und auch eben ein Produkt auf den Markt bringen wollen, das noch mehr die Industriekunden anspricht, weil dieser Lötdraht ist ja vor allem eben für den Reparaturbereich oder für Bastler geeignet. In der Industrie weniger, also auch teilweise noch, aber die nehmen dann eher die Lötpaste oder Wellenlötbad, genau. Aber da geht es auf jeden Fall weiter. Was auch ganz schön ist, ist, dass unser Lieferant, also Retex, die Werkstatt, die Mäuse zusammenbaut, die haben wir halt gebeten, diesen Lötdraht zu verwenden. Und die verwenden jetzt den Lötdraht nicht nur für unsere Maus, sondern für alles, was sie löten. Also da geht auch ein bisschen was vorwärts. Genau, und soweit ich weiß, ist Stanol da ja dran an einem neuen Produkt, was dann aus einer Mine kommt. Und wenn da die Arbeitsbedingungen besser sind, dann wollen die das, glaube ich, schon auch allen ihren größeren Kunden anbieten. Da wüsste jetzt Oliver, der weg ist, da hinten ist er, der könnte da ein bisschen was zu erzählen vielleicht, aber... Ja, das hast du schon ganz gut gesagt, also mehr kann man da so gar nicht zu sagen, ja. Ach so, okay, ja. Es ist also noch nicht ganz offiziell alles, höre ich da raus. Aber den Lötdraht gibt es auch schon bei Konrad, glaube ich, und bei Reichelt, oder? Wo gibt es den überall? Also iFixit hat den iFixit. Genau. Pimoroni auch. Ah, genau. Ja, gerade eben hast du es schon mal angesprochen, HP und Apple und so. Was für eine Rolle spielen die eigentlich in der ganzen Thematik? Also was tun die, was müssen die tun? So? Ja,
Also ja, sie spielen die wesentliche Rolle, die dafür sorgt, dass, um nochmal die Lieferkette der Maus zu machen, dass hier diese Barriere drin ist. Weil die Barriere spürt Susanne mit ihrer Maus, die würde aber Apple niemals spüren. Wenn Apple sagen würde, ja, wir kaufen bei euch nur, wenn ihr genau sagt, wo es herkommt, bei allen Metallen sagen würden, dann wäre es viel leichter, weil dann hätten alle das bereit, weil Apple hat einfach Marktmacht. Apple, wer Apple als Kunden hat, ist halt auf Nummer sicher und hat eine Menge, große Menge. Und die Menge macht es einfach. Also die Rolle, die Apple spielt und HP und all die Großen, ich nehme Apple am liebsten raus, weil die einfach auch wahnsinnig viel Gewinn machen. Das heißt, die haben auch eine Menge Geld, um da mal zu investieren in etwas mehr Fairness. Die Rolle, die sie spielen, ist wirklich, sie könnten sagen, hier, macht mal transparent eure Lieferkette. Wo kommt das denn alles her? Es gibt in der Tat einen Bereich, wo sie es gemacht haben. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, ist das okay? Gerne. Es gibt einen Bereich, wo sie es gemacht haben. Das ist in der Tat auch für Zinn, für also noch drei andere Metalle, zum Beispiel auch Gold, wo sie in der Tat nachfragen mussten, wo es herkommt. Sie mussten, sie haben es nicht freiwillig getan, sie mussten, weil ein Gesetz in den USA sie dazu gezwungen hat, das zu berichten. Also jährlich Bericht, was habe ich getan, um rauszufinden, so ist es leider, was habe ich getan, um rauszufinden, wo meine diese vier Metalle herkommen. Unter anderem Zinn und Gold, wie gesagt. Und siehe da, plötzlich kamen sie zum Ergebnis und alle haben berichtet und alle haben es getan. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob Susanne davon auch ein bisschen profitiert, keine Ahnung. Ja. Aber das ist jetzt öffentlich. Ja, man kann es nachlesen, wo Apple jetzt hinherkommt, haben sie jetzt veröffentlicht. Nicht genau, sie können sagen nicht genau aus welcher Mine, sie sagen nur welcher Betrieb aus welchem Land. Mehr müssen sie halt nicht veröffentlichen und mehr verraten sie auch nicht. So, das heißt, Apple, wenn sie das für alle Metalle, sind nur diese vier Metalle, in so einem Gerät sind 30 locker. Wenn sie es für alle Metalle machen würden, dann wären wir deutlich weiter in unserer Fairness, dann könnten wir sehr viel besser beurteilen, aus was für, ja, wie fair ein Gerät ist, weil derzeit können wir es einfach nicht beurteilen, weil keiner weiß, was drin ist. Also hier die Maus ist mit Abstand das transparenteste Elektronikprodukt der Welt, sage ich mal, ohne alle Elektronikprodukte der Welt zu kennen. Ja, das kann ich so blind sagen, weil das einfach deutlich mehr ist als alle anderen Hersteller. Naja, es gibt aber, ja auch noch das Fairphone. Ne? Es gibt noch also. Das Fairphone, genau. Ja, das Fairphone, das kennen vielleicht einige sogar, ist vielleicht bekannter als die Maus, so ist es nicht. Die sind in der Tat ein bisschen auf den Zug aufgesprungen, dieses Gesetzes, US-Gesetzes, was die Firmen, die US-Firmen dazu zwingt, transparent zu sein. Weil die Firmen haben dann in der Tat ein etwas faireres Zinn besorgt. Und dort ist Fairphone aufgesprungen und haben jetzt auch ihr konfliktfaires, freies Konflikt. Da wollte ich gerade mal nachfragen, was heißt denn etwas fairer? Ja, da kommen die Fragen. Ich mache gerade meinen Satz noch zu Ende. Die haben jetzt, Fairphone hat auch konfliktfreies, sogenanntes konfliktfreies Zinn, das ich dann gerne gleich erläutere, aber erstmal die Frage. Ja, also nicht direkt zum Fairphone, sondern mehr, ich habe noch von einem anderen Hersteller gehört, der das irgendwie angeblich auch fair machen will. Ich glaube, die hießen Shiftphone oder so ähnlich. Wisst ihr davon was oder könnt ihr dazu was sagen? Ja, also möchte jemand von euch, sonst mache ich das. Schießt du los. Also ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Also es gibt einen recht ausführlichen Artikel bei Heise von Christian Wörl, der das der das auseinandergenommen hat und alles versucht hat, was über dieses Telefon nachrecherchierbar war, rauszufinden. Und ich formuliere es mal vorsichtig, das ist recht ernüchternd. Also die meisten Claims, die so auf der Homepage stehen, werden nicht nachgewiesen und sind auch nach allem, was wir wissen, also es steht zum Beispiel da, es ist 100% koltanfrei. Das ist gar nicht möglich. Koltan ist schon, also in den Prozess, also Tantal dann, das, was aus dem Koltan ernst gewonnen wird, ist schon in den Prozessoren allein drin. Also, ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall der Wille, Gutes zu tun, aber es sind wenige Leute, die das machen und also ja, ich will es auch nicht jetzt bremsen, also vielleicht kommt da noch was Gutes, aber aktuell finde ich es schwierig. So. Willst du noch was ergänzen? Also du hast dich ja auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Nee, das, ja. Das ist etwa das, aber es heißt Shiftphone, stimmt, und da fehlt halt die Transparenz, von der wir die ganze Zeit hier reden. Genau, das ist auch das Kernding, was Stanul zum Beispiel dann verstanden hat,
man muss halt Dinge transparent machen. Und wenn man sagt, an der Stelle ist es noch schlecht bei uns, dann ist es mehr wert, als das zu verschweigen. Und tja, also das sieht man ja auch hier an Susannes Lieferkette, da ist halt noch sehr viel rot, aber das ist halt eine öffentliche Information. Und da seid ihr auch aufgefordert, wenn ihr jetzt eine Idee habt, irgendwas, was man vielleicht noch fair machen könnte an der Maus, so wie mit dem Lötdraht, dann legt los. Ja, immer gerne wirklich. Also wir versuchen das wirklich immer zu verbessern, aber wir sind auch ein kleines Team, wir sind auch ein Verein. Und wir sind auch keine Techniker. Also ich bin Geografin zum Beispiel. Bei uns ist sehr viel guter Wille, aber beim Technischen, wenn da jemand Ideen und Tipps hat, die realistisch sind, dann sind wir da sehr offen für eigentlich. Du wolltest eben nochmal erklären, was der Unterschied zwischen Fairness und Konfliktfreiheit ist. Ja, mache ich. Kurz dazu noch, das ist Pionierarbeit hier. Wir haben hier vorne auf dem Tisch liegt die Maus, ja, zwei Versionen haben wir hier. Hier liegt der Draht, den wir vorstellen, und das in Fairphone, alte Version liegt hier. Und das ist die faire Elektronik dieser Welt. Ja, wir haben hier das ganze Portfolio, das man so anbieten kann, hier liegen. Das sind die Projekte, die explizit Fairness haben. Also wir sind ganz am Anfang von der ganzen Geschichte. Ja, das ist Pionierarbeit, also für Kamera, da gibt's noch reichlich was zu tun. Die großen Hersteller haben alle ihr klein bisschen was, aber deren Zweck ist, Geld zu verdienen. In allererster Linie, und das macht man immer noch mit unfairen Abbau. So, jetzt. Da noch einhaken. Ja. Also es ist natürlich so ein bisschen ernüchternd. Ich schaue mir das gerade hier so an, diese drei Produkte, und denke, das ist alles, was es auf der Welt gibt an fairer Elektronik. Das beinhaltet aber auch eine gute Chance für alle hier. Man kann sich noch viel Ruhm erwerben, ziemlich einfach, indem man ein faires kleines Gerät auch noch dazulegen würde. So ein Arduino zum Beispiel. So, da war noch eine Frage. Ihr habt gerade so ein bisschen reserviert auf das Fairphone reagiert, war so mein Eindruck. Woran liegt das? Dann ist es ein falscher Eindruck. Also ich sollte vielleicht noch ein bisschen erzählen. Ich habe ja noch gar nicht über alles über das Fairphone gesagt. So, jetzt kommen wir erstmal zum Konfliktfrei, erkläre ich kurz. Also ursprünglich, das Fairphone kam mit raus, wir haben konfliktfreie Mineralien bei uns drin. Dazu muss man verstehen, was konfliktfrei bedeutet. Konfliktfrei ist ein Begriff aus diesem eben jenem US-Gesetz. Das bedeutet schlicht und einfach, dass diese vier Metalle aus Zentralafrika, dass, wenn sie es daherkommen, dass keiner der Konfliktparteien, das sind Milizen, das sind irgendwelche bewaffneten Gruppen, die dort im Bürgerkrieg sind, damit Geld verdienen. Also es geht darum, Geldflüsse zu vermeiden an eben jene Konfliktparteien. Das heißt, durch Rohstoffgeschäfte sollen die Firmen halt eben die nicht finanzieren. Das ist der Grad von Fairness bei Konfliktfreiheit. Da geht es überhaupt nicht um Arbeitsbedingungen in dem Gesetz. Da geht es also gar nicht um diese Kinderarbeit, die da definitiv vorhanden ist. Da geht es nicht um einstürzende Stollen. Da geht es gar nicht darum. Es geht nur darum, wer da Geld verdient. Und das sollen eben nicht die die Konfliktparteien bekommen. Das ist das US-Gesetz. Das wollten sie haben. Das ist ein sehr, finde ich, sehr geringes Niveau von Fairness. Das ist natürlich eine tolle Sache. Damit haben wir diese Transparenz geschaffen. Sie mussten halt gucken, wo kommen unsere Metalle her. Aber die Arbeitsbedingungen haben wir dadurch erstmal nicht verbessert. Das, was uns so betrifft. Das, was uns motiviert, was zu tun. Das ist ein bisschen wenig. Und die ursprüngliche Geschichte, und das kam vielleicht deswegen so rüber, so vielleicht reserviert, das war die ursprüngliche Geschichte beim Fairphone. Fairphone hat einige andere tolle Sachen, wie ich finde. Zum Beispiel extra Gehalt für die Arbeiter, die das in China zusammenbauen. Also auch das Fairphone wird in China zusammengebaut, wie fast alle Geräte, außer zum Beispiel die Maus. Aber ansonsten wird viel in China gefertigt. Und dort haben beim Fairphone, also auch wir Käufer, 1-2 Euro, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, dazu gezahlt zu dem Gehalt der Arbeiter. Die haben das sozusagen praktisch direkt bekommen. Ja, das ist so ein bisschen so mein Traum. Ne? Ich habe so, ich bezahle so von, was weiß ich, für mein 199-Euro-Gerät, die 1 Euro Trinkgeld sozusagen geht direkt an die Arbeiter. Und das hat dort geklappt, das hat Fairphone eingeführt. Sie haben inzwischen Fairtrade Gold, ein bisschen, nicht alles Gold, aber ein bisschen Fairtrade Gold ist. Es gibt tatsächlich Fairtrade Gold. Fairtrade, wie wir es von Kaffee und Kakao kennen, in ihr Gerät gebracht. Und sie haben jetzt, also ich will das, deswegen bin ich gar nicht so reserviert dem Fairphone gegenüber. Sie haben jetzt was ganz Besonderes, das ist jetzt über Fairness nicht so direkt, aber ein durchaus so das erste brauchbar modulare Gerät geschaffen, sodass Teile, die kaputt gegangen sind, nur diese Teile austauschbar sind. Man nicht austauschbar sein können, das kann man auch nur selbst machen,
Man muss es nicht einschicken, ohne gleich ein neues Gerät kaufen zu müssen, wenn nur, was weiß ich, die Kamera kaputt ist. Oder vielleicht schaffen sie es sogar mal, noch eine bessere Kamera anzubieten. Das heißt, wenn einem die nicht reicht, tauscht man nur die Kamera aus und fertig. Also das sind schon tolle Sachen, deswegen ist das bei mir gar nicht so reserviert. Aber man hofft halt, man hat ein faires Elektronikgerät und das ist es halt nicht. Das sind alles so viele einzelne Inselgeschichten, die deutlich über das hinausgehen, was die großen Hersteller so machen. Aber viel Fairness, naja, wir sind auch. Also man könnte, glaube ich, nicht mal sagen, das Fairphone ist zu 20% fair oder so. Das ist also ist schwer zu sagen, aber zu beziffern auch. Aber von den, was weiß ich, so ein Handy besteht vor allem aus Plastik und Alu. Beim Fairphone weiß ich es jetzt nicht. Und es gibt halt überhaupt kein Alu. Es gibt ein bisschen Alu-Standards, aber es gibt nicht so dieses Fairtrade-Alu. Und Plastik, Öl, weiß ich noch gar nichts. Ja, also Erdöl und Fair ist so beinahe Widerspruch. Da gibt es eine. Ja, finde ich vom Ansatz ja trotzdem so, wenn es das fairste Telefon der Welt ist, dann ist das ja schon mal eine Menge wert. Und genau. Es ist vor allem das einzige Telefon mit dem Fairness als Haupt Zielpunkt, ne? Also ja. Die anderen machen das so nebenbei. Ne? Jetzt auch die Maus, als ich die gesehen habe, irgendwie so war ich auch völlig begeistert und dachte, hey cool, wenn ich jetzt mir halt für meinen Laden immer halt, wir haben ein Schulungsunternehmen und wenn ich da jetzt hier mal eine Maus kaufe, dann doch nur noch die. Und habt ihr dann bei uns im Schulungsraum auf den Tisch gelegt und die springt da die ganze Zeit durch die Gegend. Also die das Abtasten funktioniert bei dieser Maus immer nicht so gut, wie es immer bei den Logitech-Mäusen immer halt ist. Die kann ich einfach auf den Tisch legen, ohne dass ich eine Unterlage brauche, die hüpft. Das bedeutet immer so, das, was ich eigentlich machen wollte, immer so, dann immer halt dann 30 Stück davon kaufen, ging nicht. Das ist eine Erfahrung, die ich irgendwie auch mit, also ne, wenn man in so einer Ecke ist, irgendwie so, Kaffee trinke ich keinen, aber eben halt der Bio-Kakao ist total lecker, den trinke ich lieber als anderen Kakao. Mein Bio-Pulli ging sofort kaputt, oder ich habe nicht nur einen, aber halt so, da merke ich immer so, die stehen da offensichtlich noch am Anfang, immer so, dass die Ärmel so sind, dass sie nicht sich abreiben, müssen die wohl noch üben. Und kann das auch an so geringen Stückzahlen liegen, also dass es einfach schwierig ist, wenn man jetzt wie Logitech immer die jede Woche immer halt ganz große Lastwagenladungen Mäuse rausfahren, die haben wahrscheinlich auch ganz andere Innovationszyklen, immer halt, als man immer halt hat, wenn man halt so eine faire Maus macht, wo hier auf dem Kongress 10.000 Leute rumlaufen und vielleicht haben irgendwie 5 davon immer so eine faire Maus, dann ist es wahrscheinlich auch einfach schwieriger, sowas zu machen. Genau, würde ich gleich antworten. Also hast du schon richtig gesagt. Die Innovationszyklen sind natürlich viel, viel länger, wenn man weniger verkauft. Bei der Maus, wir haben jetzt eine mit einer roten LED, die funktioniert viel besser auf glatten Unterlagen, weil wir genau dieses Problem hatten, dass auf spiegelnden Unterlagen es nicht so gut funktioniert hat. Wir haben die halt grün leuchten, wie man hier so sieht, weil es ja irgendwie symbolisieren soll, das ist was Besonderes, Richtung und fair und öko ist halt immer so in einer Ecke und wer spiegelnde Unterlagen hat, der kann jetzt, das ist jetzt die neue Innovation sozusagen, eine rote LED mal ausprobieren. Jetzt wollte ich noch was sagen. Ach so, genau, weil du gemeint hast, das ist ja, genau, dass viele so faire Bio-Sachen immer so Anfangsschwierigkeiten haben, die halt auch viel länger dauern durch diese Zyklen. Das stimmt auf jeden Fall und dafür ist es halt wichtig, dass man auch so ein bisschen nachsichtig ist und sagt, okay, dann nehme ich halt eine Unterlage oder so, weil die Innovation halt schwierig auf den Markt kommt, wenn man es nur auf die Projekte abwälzt sozusagen und selber keinen Verzicht machen möchte oder will, ja. Ja. Wenn das Problem behoben ist, dann habt ihr schon auf jeden Fall schon mal über 30 Mäuse schon mal eine Bestellung. Ja. Auch als Käufer ist man ein bisschen Pionier da. Genau, ja? Das wollte ich sagen. Das ist, also mit dem Kauf des jetzigen Geräts finanziert man letztendlich das bessere nächste Gerät. Das ist als Käufer sollte das als Ansporn sein, weil damit kriegt man das Ganze in Bewegung. Als Käufer hat man dann genauso die. Das war beim Fairphone ja auch sehr wichtig. Ne? Also das Fairphone 1, da war wirklich noch sehr, sehr wenig Fair. Da hatten die 2 konfliktfreie Komponenten, die andere Mobilfunkhersteller organisiert haben. Also die waren nicht mal direkt vom Fairphone organisiert. Und dass sie es aber gemacht haben, also Entschuldigung, das kurze Ende, dass sie das geschafft haben, das hat dann auch den Herstellern in China gezeigt, alles klar, das ist ein verlässlicher Partner, mit denen können wir weiter zusammenarbeiten, sodass sie danach einen Hersteller gefunden haben, mit dem sie deutlich weitergehen konnten als mit ihrem ersten Hersteller, der die halt viel weiter in die Lieferkette hat eingreifen lassen. Und da haben auf jeden Fall die Käufer des ersten Fairphones, die quasi ein recht unfaires Telefon gekauft haben, ermöglicht, dass es jetzt viel, viel weiter geht als vorher. Das habe ich schon wieder vergessen. Dann sage ich kurz, beim Fairphone 1 gab es auch technische Probleme.
Das hat sich, ich weiß gar nicht, hoffentlich verbessert mit Fairphone 2, aber ohne die Käufer des Fairphone 1 hätte es kein Fairphone 2 gegeben. Und genau das würde ich sagen. Es ist natürlich auch ein Zeichen einfach immer an die großen Firmen. Genau. Also jetzt so bei der Maus zum Beispiel an Logitech, hey, ich kaufe diese Maus, die ist viel teurer und die hat nicht diese geilen 5 Tasten und dies und das und jenes und ich zahle es trotzdem. Und es zeigt ja Logitech auch, die Leute haben Interesse an Fairness. Also die verzichten auf was und zahlen mehr. Das ist halt auch echt ein gutes Zeichen. Das wollte ich auch sagen, genau. Also das hatten wir jetzt auch mit dem Draht, dass man überhaupt erstmal eine Alternative hat. Also eine Alternative, um zu zeigen, dass es da auch einen Markt für gibt. Um, natürlich soll das Ziel auch sein, nachher, dass wirklich Logitech eine faire Maus hat. Ne? Also dein Ziel ist es ja jetzt nicht, die ganze Welt mit Mäusen zu versorgen, sondern eigentlich schon. Aber genau. Aber keiner von uns will eigentlich Hersteller sein. Ne? Das, ja, eigentlich wollen wir ja diese Pionierarbeit, um zu zeigen, es gibt diese Nachfrage. Genau, das dann wird es nämlich auch direkt den Arbeiten vor Ort ganz direkt auch nützen. Wenn jetzt Logitech sagt, wir machen auch eine faire Maus, die werden ja jetzt dann nicht nach Deutschland kommen zum Produzieren, sondern die werden weiterhin in, weiß nicht, wo sie gerade produzieren, wahrscheinlich in China produzieren und halt die Arbeiter besser bezahlen und besser behandeln. Und das ist eigentlich unser Ziel. So. Ich würde noch mal zum Ende gerne einen Punkt ansprechen. Und zwar, bist du da eben schon mal drauf gekommen? Was ist denn mit dem Politischen eigentlich? Also wir haben jetzt über Firmen gesprochen, so, da hast du Apple erwähnt. Also da würde mich auch noch interessieren, gibt es da eigentlich Unterschiede bei den Firmen? Also ist Apple besser als HP? Kannst du da Empfehlungen abgeben? Und dann, was macht eigentlich die Politik? Also USA hast du angesprochen, da gibt es Gesetze, gibt es in Europa Gesetze. Das ist ja jetzt ein ganz großes Thema. Ja. Wie viel haben wir noch, sagst du? 5 Minuten? Ja, so 5 Minuten. Vielleicht dürfen wir ein bisschen überziehen. Schaubar. Also, Unterschied zwischen Herstellern. Ich möchte keine Empfehlung abgeben, weil die Großen sind alle ähnlich. Die lassen überall gleich herstellen, die holen ihre Rohstoffe grob aus den gleichen Quellen. Deswegen gibt es nicht die großen Unterschiede. Es gibt ein bisschen mehr Engagement bei Apple und HP zum Beispiel. Apple bin ich sauer, weil die haben auch viel mehr Geld als alle anderen. Ich glaube, die tun absolut viel, auch mehr als andere. Sie tun relativ zu dem, was sie gewinnen, weniger als alle anderen. Also ihr Budget, prozentualer Budgetsatz für ihre CSR-Abteilung ist einfach, naja, es ist nicht so groß und trotzdem können sie mit ihrem vielen Geld relativ viel bewegen. Deswegen zwiespältiges bei Apple und bei HP erwähne ich auch gerne, weil die einfach in der Vergangenheit relativ viel gemacht haben. Die haben früher, inzwischen haben sie ja Probleme, die kämpfen ums Überleben. Aber als sie noch Hewlett Packard hießen, haben sie relativ viel bewegt vor einiger Zeit. Also die haben so ein bisschen auch die Bewegung in Gang gebracht. Motorola ist ja auch schon so ein Name, oder? Also jetzt habe ich so die Endgeräte-Hersteller. Motorola ist nun, jetzt ja, gibt es vielleicht auch noch, ne? Aber das ist ein bisschen Vergangenheit. Jetzt so die typischen, die man heute noch kaufen kann, Endgeräte-Hersteller. Da kann man natürlich noch differenzieren in einzelnen Bauteilhersteller, da gibt es hier und da interessante, keine Frage. Genau, politisch fragt dich politisch, gerade noch. Politisch, ja. Also ich persönlich glaube, dass nur durch Gesetzgebung sich wirklich was verändern kann, weil, wir haben es gesehen, ne, diese konfliktfrei wäre alles nicht passiert, wenn es kein Gesetz gegeben hätte. Nur dann haben sich die Firmen bewegt. Und das Zweite, wo sich Firmen bewegen, ist, wenn es in der Tat schlechte Presse gibt, aufgrund irgendeiner Aufdeckung. Und der klassische Gang ist, irgendeine NGO oder ein Journalist oder was auch immer deckt eine Bösartigkeit auf, und das muss mindestens 5-mal passieren, dann werden die Politiker langsam aktiv. Und sobald es ein Gesetz gibt, und daran halten sich die Firmen, sobald es ein Gesetz gibt, passiert auch wirklich etwas. Deswegen, die Gesetzgeber sind einfach ziemlich wichtig. Dieses konfliktfreie Gesetz in den USA war sehr wichtig, hatte seine Probleme, kann ich jetzt nicht im Detail eingehen. Wir haben ja noch einige Podcasts vor uns, da kann man nachholen. Aber war halt auch bildend und jetzt macht in der EU, versucht sowas Ähnliches nachzumachen, ist nicht so gut geworden. Es geht jetzt zum Glück in der EU nicht nur um Zentralafrika, sondern weltweit, aber weiter nur diese 4 Metalle, langweilig. Wichtige andere Metalle, die zum Beispiel in Batterien stecken, werden überhaupt nicht bedacht. Und in der EU noch viel schlechter als in den USA, müssen nur Importeure berichten und aufpassen, Anführungsstrichen, nicht die Hersteller von Elektronik. Also die uns bekannten Namen werden alle gar nicht groß berichten müssen in der EU, aber das Gesetz ist jetzt im Kommen. Also da passiert ein klein bisschen was und nur konfliktfrei. Es geht gar nicht um Arbeitsbedingungen. Es passiert ein klein bisschen was auf Gesetzgebung, aber leider viel, viel zu wenig. Aber letztendlich ist meiner Meinung nach mit Politik was verbessern.
möchte ihm gar nicht widersprechen. Politik kann, glaube ich, sehr große Sachen bewirken. Aber es, wie du gerade sagst, es dauert alles sehr, sehr lang. Wir sind halt eine Demokratie und die Mehrheit von uns, ich sage jetzt nicht von uns, aber von uns deutschen Europäern, will es vielleicht noch gar nicht. Deswegen finde ich schon wichtig, dass man auch immer, dass jeder selber schon so viel macht, wie er kann, auch wenn es noch kein Gesetz ist. Also, dass ihr jetzt alle ein faires Gerät entwickelt und auf den Markt bringt und wir das dann kaufen. Schöne Überleitung zu dem Workshop, den wir gleich noch machen wollen. Ja, genau. Also wir sind nämlich auch hier mit einer Assembly auf dem Kongress und zwar direkt bei den Coffee Nerds, damit es auch gemütlich ist. Einfach da, wo die ganzen Sofas stehen, haben wir die Faire Elektronik Lounge und kommt da einfach vorbei und wir überlegen, was man als nächstes Projekt angehen kann. Also wir würden gerne auch einen Workshop dazu machen, eben dieses faire Arduino zum Beispiel, dass man zusammen überlegt, wie kann man das fair gestalten oder die Hersteller überzeugen, dass sie das oder diesen Punkt oder jenen Punkt fairer gestalten oder aus nachhaltigen Quellen beziehen oder... Ja, oder Lieferketten besser visualisieren, so das fände ich auch interessant. Ja. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das freut mich total, dass quasi noch mitten in der Nacht, so um diese frühe Uhrzeit, so viele Leute gekommen sind. Und in einer etwa halben Stunde wollen wir das oben machen. Also wer Interesse hat, kann einfach in einer halben Stunde oben neben den Coffee Nerds zu uns kommen und mit uns drüber sprechen und Ideen austauschen. Und ja, wir freuen uns. Ja, dann danke. Danke.